Hey Kenners, was geht bei euch ab? Willkommen zum CSGO Overwatch. Schon wieder Mirage. What the fuck? What the fuck, Ding? Wir haben noch gerade dessen Mirage gehabt. Egal. Oh. <laughs> ähm, alles klar. Mal gucken, was es ist. Letztes Mal haben wir diesen krassen Bomb-Plant-Hack gehabt. Wäre natürlich bombastisch, wenn wir jetzt einen Diffuse-Hack hätten. Es sieht auch im Moment jetzt noch nach nichts aus. Also die Sachen schmeiße ich da auch immer rein. Das passt. Hier muss man das mal kurz gescheit sehen. Den einen hat er da auch rüberhuschen sehen, bereits vorhin beim Schmeißen. Müsste er den gesehen haben. Ich kann gerade. Ich finde gerade die Maus nicht. Hallo Maus, wo bist du? Ah, da. mal kurz langsamer. Ja, jetzt in dem Moment vielleicht nicht. Okay, den da oben hat er sich nicht holen können. Also, er guckt sich da oben. Um. Das sieht eigentlich noch ziemlich passend aus. Er sucht immer zu dem Gegner hin, den er jetzt halt gerade gesehen hat. Naja. Da hinten sind immer noch zwei Stück. Gut, man muss sagen, er guckt da ziemlich lange hin auf diese zwei, die da saßen, aber auf der anderen Seite, er hatte, hätte eh nicht arg viel machen können. Ich hätte vielleicht noch kurz auf Palace geguckt oder so, aber von der Pose aus ging da gar nicht so arg viel. Oh er hat eine, eine Urban Diddy Pad. Okay, okay. Alles klar. Ich würde sagen, möglicherweise mö vielleicht kann er so ein bisschen durch die Wand gucken. Er hat jetzt einfach er verschiebt es einfach direkt auf B. Vielleicht haben sie aber auch, ne, sie haben B nicht Also es waren zwei Leute auf B eigentlich Standard. Und die Bombe war noch nicht sichtbar zu dem Zeitpunkt. Die waren noch. Maus, kannst du jetzt mal angezeigt bleiben oder nicht? Hallo? Warte mal. Die Maus aus, ich, ich weiß auch nicht, wie, wie man das machen kann, dass die durchgehend sichtbar ist. Blöde Ding. Er ist dann einfach rüber verschoben, als wüsste er, dass sie hier halt jetzt gerade nicht kommen. Möglicherweise haben die Kollegen halt auch gesagt, oh die rushen und dann ist er verschoben. Kann sein. Jetzt sind alle fünf wieder vor A. Wir beobachten das Ganze mal. Theoretisch dürfte das kein Grund gewesen sein, diese Aktion gerade, dass er reported worden wäre, weil das die Leute auf gar keinen Fall mitbekommen haben können. Oh shit, dass er ähm, darüber verschoben hat. Aber im Moment waren selbst diese zwei Headshots noch ziemlich normal. Die, also vor allem der links war halt einfach direkt auf seiner. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er, ob er überhaupt, ob, ob das mit Warlike auch stimmt. Das weiß ich nicht. Also im Moment Aim noch gar nichts, würde ich behaupten, und äh, Warleg auch eher weniger. Es war halt einfach nur eben etwas merkwürdig, dass er da direkt dann rüber verschoben ist. Er hat so, er hat nach da geguckt, wo, Na, das macht man ja auch, wenn man, ja, man macht es auch. Die rushen jetzt hier auf A, ne, einer ist auf Mitte. Wir schauen mal, ob er sich jetzt so hinstellt, dass er den ja auf Mitte irgendwie im Visier hat, oder, oh Gott. Er kriegt aber auch gar nichts gebacken, also er kriegt echt schnell die Hucke voll. Ähm, bald ist das Overwatch vorbei und wir haben ja nichts aussagekräftiges. Passt auf, er schmeißt auf jeden Fall seine Flash rein. Das ist ja schon mal gut. So, er hat sein Mate geflasht, dummerweise. Sehr gut, er ist noch hier. Es, es konnte noch niemand, also maximal auf Mitte vielleicht ein oder zwei angesagt werden. Aber auf Richtung B konnte noch nichts angesagt werden. Er bleibt hier und aimt schön ab. Auf Mitte ist jetzt Action. Jetzt ist es vollkommen cool, da hinzugehen. Also ich, ich würde fast sagen, dass... Vielleicht wurde er wegen den zwei Headshots gerade eben reportet. Aber die waren machbar auf jeden Fall. Da war jetzt nichts dabei, wo man sagen könnte, oh, oh... Der spielt doch ganz normal. Hat er Bunnyhop, aber wegen Bunnyhop reportet dich doch auch keine Sau, oder? Das hat doch keine. Oh, mm. nee, nee, das macht man nicht. Er geht rein. Kann man jetzt in der Eco haben sie? Ja, nee, ja, zwei haben gekauft. Was ist das für ein Team? Kann man mal in so einem, in so einer Eco machen? Für Force? In so einem Force? <laughs> Beryl und ich machen sowas auch recht gern, dass wir gerade halt, wenn, wenn es eingefahren wirkt und nichts passiert, man sieht die Tees gewinnen auch gerade, da muss man noch mal ein bisschen was machen, rushen oder so. Mit der Deagle hat er vorhin ordentlich gedrückt, das schauen wir jetzt nochmal, was er mit dem Mittelspieler macht. Der ist es gleich zu sehen. Er hat wahrscheinlich genug Zeit, um auf den Kopf zu aimen. Völlig, völlig in Ordnung, zu einer Milliarde Prozent ist das in Ordnung. Ah, er hat kurz... Er hat eben sogar kurz nach hinten gucken wollen das gesehen, weil sein Mate ganz close an dem war. Also, ich nehme nee, an, dass er kurz Schiss bekommen hat und gucken wollte, wer da hinter ihm ist. Aber dann auf die Map geschaut hat und gemerkt hat: alles klar, ist mein Mate. Hm. Der eine liegt da, der andere läuft da Richtung Kitchen. Okay, was. Äh, pff, der ist ihm einfach reingelaufen. Also, wenn sie ihm das. Wenn sie ihm hier unterstellen, er hätte irgendwie. Äh, gut, das ist jetzt am, am Ende ist so leicht komisch hochgegangen, aber. Aber nicht das Fadenkreuz, sondern nur der Schuss. Zurückspulen, bitte! Einmal kurz zurückspulen! Das ist ein Scheißdreck. Ähm, ich sag, da war jetzt nichts. Das war. Mit der Digel kannst du sowas überhaupt nicht beurteilen. Das es ging auch so ein bisschen nach oben. Ich weiß nicht. Mal gucken, was er jetzt mit dem Letzten macht. Wir müssen uns das Fadenkreuz angucken. Ja! Rattle! Ich sehe kommen, dass wenn da jetzt nichts Aussagekräftiges dabei ist, dass ich ihn gehen lassen muss. Rattle, das hörst du doch. Ja, das hörst du, sehr gut. Genau, guck mal hierher. Und jetzt. Ha! Es geht dann schon irgendwie so auf den Kopf drauf, oder? Bitte sei nicht zu Ende. Komm schon, Demo, tu noch was. Aber aus der Pose jetzt dann. Es sieht so ruckelig aus, ich weiß es nicht. Manchmal macht man auch so einen Scheiß, oder? Gerade da, wenn nur noch, wenn nur der Kopf zu sehen ist und der eh über dir ist und du musst halt hoch-aimen. Schwierig gerade, das ist gerade sehr, sehr schwierig. Wir beobachten jetzt nochmal diese, also ich hoffe es geht noch mindestens diese ganze Runde oder vielleicht sogar noch die nächste. Ich hab mich vom Wallhack äh, komplett entfernt. Und gehe jetzt dann maximal von der Aim-Unterstützung aus. Oh, was war das? Also, ich weiß jetzt nicht, ich glaube glaub nicht, dass das ein Demo-Fehler war. Eben ist er <laughs> komplett rübergezogen auf den oben in Palace. Wirklich richtig krass, richtig krass. So, alles klar, alles klar. Bei der Diegel würde ich immer sagen, da weiß man nie, weil die, also der Schuss der Diegel, nicht das Fadenkreuz, der Schuss der Diegel kann überall hingehen. Auch hinter dich, ist egal. Du kannst auch hinter dir jemanden in die, in die Gosch schießen, das passiert. Aber das ist doch ganz schön hakelig gewesen eben. Dem werde ich auf jeden Fall eine das unterstützung drücken, da bin ich mir sicher, dass er da was am Schisseln hat. Komm schon, hakel nochmal drauf. Zack, 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 ja, das war jetzt nicht so prickelnd. aber egal. Aim Assistance würde ich sagen, ist auf jeden Fall da. Also ich bin mir sicher. Ähm, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr. Also es gibt immer, immer Leute. Also egal wie man entscheidet und. Na, ja, nicht, nicht fast, ich wollte gerade noch fast sagen, egal wie auffällig es ist, aber nein. Manchmal gibt es Dinge, ich glaube, da, da gesagt niemand, das war kein Cheat, so wie beim, beim Plant Hack letztens. Aber jetzt bei So Aiming und, und Wallhack gibt es immer wieder Leute, die sagen. Ja, klar, das war gecheatet oder klar, das war nicht gecheatet. Das war GameSense, der hat ein Gehör, Gaming-Teppich und hin und her. Ja. Hört auf, irgendwas hier zu machen. Ich stream heute Abend. Halt, also stream ich auch für euch heute Abend? Was ist denn heute für ein Tag? Heute ist jetzt. Aber wann kommt das? Das kommt am Samstag. Ne, Samstag stream ich glaube ich nicht. Aber egal. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Penis.